So. Ein Rettern. Den Spruch werde ich wahrscheinlich jetzt jedes Mal bringen, wenn ich die erste Generation spiele. Rettern heißt rückwärts Natter. Und die Entwicklung von Rettern Arbok heißt rückwärts Kroker. Deswegen, man kann ruhig mal versuchen, dass die anderen Sachen rückwärts sind. Ne, Katiba? Ja. Nein. Yippie, danke dafür. Du mich auch. Zweimal getroffen. Critical Hit. Flawless Fick. Nein, nicht wirklich. Wir wurden hier getroffen. Ja, ich hatte auch nur daheim geblieben. Dito. Oh, die Vergiftung von Habitat wurde geheilt. Ich kann laufen. Oh, ein Mist. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Ich will kein Trainer. Ich will kein Trainer mehr sein. Käfersammler Gangolf. Setz ein Hornyu ein. Oh ja, Spannung pur. Im Moment, das ist höchste Trainerschule. Das ist so toll. Ein Kokuna. Ja, wahre Geschichte. Ich muss mal gerade überlegen, was wollte ich noch für Pokémon fangen eigentlich? Ich hab einen, so ist es nicht. Ich muss mal überlegen, wo es den gibt. Ja. Also man kann sagen, der erste war in Pokémon Blau, der war eiskalt. Das, was man sich als erstes fängt, das wird behalten. So war es ja auch. Hier wurde jetzt mehr überlegt von mir, mehr durchdacht. Und der Fokus ist darauf gesetzt, eben auf die Pokémon, die wirklich nie kommen. Weil sie eben underrated sind. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ich hatte doch nur Habitat. Und zum Beispiel. Warum schaust du mich so fasziniert an? Ich guck jetzt gerade nicht in die Richtung, also sag leise. Ich bin hier mich an ihrem Unterhalten, Mann. Frederike. Auf jeden Fall, das wissen eigentlich viele. Aber nur die wenigsten realisieren das. Klar, man hat am Anfang gesehen, ist leicht zu trainieren. Bisasam ist leicht zu trainieren. Alles klar, Bisasam. Aber trotzdem holt man die anderen beiden. Wieso? Es hat viel mit Aussehen zu tun. Ein Pokémon, was auch 3 Entwicklungen hat, hat auch mehr zu bieten als ein Pokémon, was 2 hat. Siehe Habitat. Und Taubsi. Normalerweise Taubsi Padaos. No. Diesmal No. Ein ganz klares No. Und dann ist klar, welches Pokémon normalerweise geholt wird. Aussehen spielt eine Rolle. Eine größere Rolle, als wie einfach es zu trainieren ist. Die Evolutionsstufen spielen eine Rolle. Und die IP spielen normalerweise auch keine Rolle, wie viel IP man überhaupt braucht. Manche Pokémon sind ja viel schwieriger zu trainieren. Dann Raupi und Pikachu, die ich ja beim ersten Mal geholt habe. Hat man geholt? Ja. Kam in den Folgen? Muss man haben. Muss man haben. Muss man nicht haben. Pikachu ist ein schwaches Elektro-Pokémon. Gibt stärkere. Tatsächlich. Ist ein sehr schnelles Pokémon, aber nicht sonderlich stark. Ich habe meinem Bruder gesagt, ich soll Shorts anziehen. Du diabolische Sau! Und ja, komm, was hat Snapple zu bieten? Schwache Verteidigung, entwickelt sich sehr früh, hat 3 Entwicklungen. Okay, das reicht, war es aber anscheinend auch schon.
Dann der Klassiker, Evoli. Wie schon gesagt, der Klassiker. Evoli wurde entwickelt. Pum. Und zwar entweder zu Wasser oder zu Feuer. Kommt drauf an, was man halt eben hat. Wir haben es jetzt zu einem Wasser-Pokémon gemacht, weil wir ein Feuer-Pokémon hatten. Hätten wir ein Feuer-Pokémon, hätten wir ein Wasser-Pokémon gehabt, hätten wir es zu einem Feuer-Pokémon gemacht. Doch das werde ich ändern, hier in diesem Run. Meine neuen Pokémon wollen nämlich kämpfen. Ja. Und ich werde in diesem Run auch ganz andere Aspekte einbringen. Jetzt muss ich selbst nochmal kurz überlegen. Was hatten wir noch? Wir hatten Aquana, hatten wir. Zauberboss. Bop, bop, bop. Das letzte Pokémon mag mir jetzt gerade nicht einfallen. Dickda. Dickda hat man sich damals immer geholt. Als Ausrede, ja. Das erste Pokémon, wo man weiß, das hilft gegen Elektro. Elektro braucht man eigentlich ja nie oft. Ne? Ja, Gernot, ich hab dich nicht vergessen. Huch, soll das etwa Annäherungsversuch sein? Ja. Nein. Und all das kann man ändern. Weil es gibt doch welche, die kamen vorher und welche, die kamen nachher. Und welche, die haben gar nichts jetzt hiermit zu tun. Und die werde ich trotzdem holen. Ich werde Pokémon holen, die man weder erwartet, noch weiß, wo man sie findet. Und eben ganz andere Aspekte reinbringen. Welche Aspekte ich reinbringe, das seht ihr dann. Das wird aber eben noch kommen. Und Robin wurde besiegt. Bleib mir fern! Ja. Puh, ich muss mal eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Route 3 zum Mondberg. Und, oh, das ist ja ein Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Rocco ist cool. Er ist nicht nur stark, sondern auch beliebt und wird respektiert. Ich möchte auch ein Arenaleiter wie er werden. Das ist bestimmt der Typ, der uns hier hingeschleppt hat. Also zu Rocco geschleppt hat. Man, hier ist bestimmt doch was. Ha, Persimbeere. Ich hab's drauf. Aua, ich spiele mein Kleinstück, ein Stein-Pokémon. Nein. You don't say. Klein Stein ist ein Stein-Pokémon. Ich glaube, den Witz habe ich auch schon mal gebracht. Ja. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deinen Pokémon, machen sie wieder fit. Laro. Okay, ich nehme dein Pokémon für einen Moment in meinen Obhut. Schwester Joy. Joy heißt Spaß. Schwester Spaß. Du. Mann, hallo. Also, der Mann sagt. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Carpador für läppische 500 Pokédollar. Interessiert? Man könnte jetzt denken, ja, das ist das, was der machen will. Dann ist die andere Sache, die man machen kann. Das Problem ist, das ist das einzigste Mal, dass man das machen kann. Und ich kann überall surfen oder angeln und ein Carpador bekommen. Deswegen sage ich, desinteressiert, nein. Die Carpadors springen einem nur so in die Tasche. Da braucht man sich doch nicht 1 für 500 Pokédollar zu kaufen. Das lohnt sich nicht. Tunneleingang. Party like a Rockstar. Wir haben jetzt das Mondberg-Fanart gesehen. Und wir sind wieder mit unserem kauzigen... Das könnte man auch mal gerade zeigen, wenn man schon dabei ist. Machen wir schnell. Wieder zusammen kauzig in Alabasti mit Level 5 erhalten. Geschenk bekommen, ne? Erhöht Pflanzenattacken in der Not, ist Notdünger, das hat jedes Anfangs-Pokémon, glaube ich. Erhöht den Attackentyp in der Not. Anfangs-Pokémon eben. Next Level auf mit 66, oder oh, kein Thema. Oder Bärsch. Ja, das hatten wir auch schon. Und Habitat ist ein zartes Wesen. Ein zartes Wesen. Eddie findet Kugelsaat. Kugelsaat kann man verwenden, wann man will. Eddie hat Paraheiler gefunden. Eddie wechselt Habitat mit Bisasam ein letztes Mal, um diesen Trainer entgegenzustehen. Wer da, wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Wahre Geschichte eigentlich.
Es gibt so ein schönes Spiel, weit vor Assassin's Creed. 1, 1.5, 2 und 2.5. Namen sind mir jetzt eigentlich egal. Brotherhood war, glaube ich, dabei. Und Revelations, jetzt kommt 3 raus demnächst. Auf jeden Fall, oh Gott, in den 90ern. Das Spiel hieß Thief, Dieb auf Deutsch übersetzt. Und das hat eigentlich, meiner Meinung nach, ich hab's selbst nicht gespielt, um Gottes Willen. Aber ich hab's mal gesehen. In einem Review von der Gaming-Seite. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Gaming-Seite Screw Attack oder Game Trailers war. Aber da war ein Retro-Review. Und das mich eiskalt erwischt. Yep, hab ich. Da war eben dieses Spiel Thief. Und dieses Spiel hat eigentlich Assassin's Creed zum Beispiel, ich glaube, ein bisschen geprägt. Es kommt mir so vor. Aber das ist jetzt so nebensächlich, weil meine Kumpels müssten gleich hier sein. Deswegen, die Göre, die stört jetzt gerade noch ein bisschen. Und unsere Unterhaltung wird natürlich noch fortgesetzt. Iris. Oh, Iris. Iris hat ein Pipi. Pipis sind immer noch recht selten. Und nein, ich werde kein Pipi fangen. Bei Pipis und Pummelhofs hat man sich auch immer gedacht, oh, das wäre was. Das wäre ein Ding. Hör mal, reicht das gleich? Wie oft passiert das? Blöde Sau. Wer ist da bis jetzt, Die. Potato. Nein! Tackle? Oh ne, schlaf ja. Natürlich wusste ich das jetzt noch. Heuler, perfekt, danke. Das wollte ich. Danke. Du bist mein Held. So, jetzt ist aber. Dieses haben sie aufgewacht. Hey, für die Menschen. Oh Gott. Das ist nicht euer Ernst. Deckel macht ja gar nichts. Irgendwann, ich sag's euch, irgendwann. Rampage. Ich krieg dich. Ich sag's dir, Pipi. Ich krieg dich. Duplexib, ja, duplexib dich selber. Dreimal im Ohr. Im Ohr, das sag ich dir, im Ohr. So. Auf jeden Fall, sinnlose Informationen kriegt ihr immer gerne von mir, ist kein Problem. Bisasam, der Meister des Schlafens mit offenen Augen. Ich hab verloren. Nein, du hast bloß keine Pokémon mehr. Fall in Ohnmacht. Da fass ich zu, das ist ein Blutsauger. Ja. Und Egelsamen ist ein Egel. Ein Blutsauger auch. Ein Stecker wurde rausgezogen. Ich habe gerade mein Headset entsteckert. Ein Stecker wurde eingesteckt. Oh ja. You know what I say. You want it hard. Because of you. Oh Gott, wieso? Ja, ich habe heute eindeutig noch zu wenig gemacht, um tief und fest zu schlafen zum Beispiel. Aber wir haben jetzt auch schon bestimmt 8 Uhr morgens. Nee, Quatsch, nee. Aber ich bin auch schon aufgewacht heute Morgen um 6 Uhr, um in die Schule zu latschen. Ja. Dort hatte ich dann nur 2 Stunden, konnte dann wieder heim. Das war wunderbar schön.